Sie wurde von Svetoslav S. in Berlin die U-Bahn-Treppe heruntergetreten. Jana K., 26 Jahre, Studentin. Erst mit der Veröffentlichung dieses Überwachungsvideos wurde ihr genau klar, was ihr Schreckliches passiert ist. Während des Prozesses sagt sie, auch Monate später leidet sie unter der Attacke. Lange traute sie sich nicht raus, fühlt sich unsicher, hat mit Ängsten zu kämpfen. Svetoslav S., der wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist, hat die Tat mittlerweile eingeräumt und sich persönlich bei seinem Opfer entschuldigt. Jana K. hat diese Entschuldigung nicht angenommen.